Hallo, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum Vortrag Google Shopping, Website und Feed für kostenlose Listings optimieren. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den zweiten Konferenztag. Und ja, vielleicht kurz zu mir. Ich heiße Veronika Prokofjewa. Ich bin derzeit Head of Digital Acquisition bei der SmartMiete GmbH. SmartMiete bietet Online-Mietverträge für private Vermieter sowie auch ein paar andere Services. Und wie ihr heraushört, hat es eigentlich nichts mit Google Shopping zu tun. Das stimmt auch so, denn zum Zeitpunkt der Bewerbung für diesen Vortrag, da war ich tatsächlich noch bei meinem vorherigen Arbeitgeber Klarneo GmbH beschäftigt als Senior Performance Marketing Manager. Das war fast vor einem Jahr, September oder Oktober. Und da waren eben die Neuigkeiten, dass die kostenlosen Listings jetzt auch nach Deutschland kommen. Das sollte im Oktober passieren. Ganz aufregend. Und da haben wir auch mit dem Kollegen, Klarneo ist ja eine Agentur für Content, für SEO, für Performance Marketing. Und da haben wir ganz gespannt ausgetauscht, okay, was könnten jetzt die Konsequenzen für SEO, für SEA sein? Was kann es für unsere künftige Arbeit bedeuten? Was können wir für Best Practices implementieren oder verwenden? Und ja, da kam auch dieser Gedanke, diese Inspiration für diesen Vortrag. Ich selbst mache schon seit über 5 Jahren Performance Marketing, viel Google Shopping und ja, finde es immer schön, wenn eben die Abteilungen voneinander lernen können, irgendwelche Insights teilen können. Deswegen bin ich auch heute hier und hoffe, dass ihr auch etwas mitnehmen könnt. Freue mich aber natürlich auch auf Austausch danach und ja, auf eure Erfahrungen mit kostenlosen Listings. Und ja, dann teile ich doch meinen Screen und erzähle was ein bisschen zu Agenda. So. Genau. Also wir fangen damit an, erstmal zu schauen, was sind die kostenlosen Listings, wo werden sie angezeigt. Dann gehen wir auf die Voraussetzungen für die Aufspielung und dann auf die 7 Bereiche, die wichtig sind für die Feed-Optimierung, Webseitenoptimierung, welche Stellschrauben kann ich da drehen. Und dann abschließend werde ich noch ein paar Insights, ein bisschen Kontext für das Ganze, für den ganzen Thema teilen und ja auch ein paar zusätzliche Tipps, wie man Traffic und Performance durch kostenlose Listings verbessern könnte. Wie bereits kurz angeschnitten, letztes Jahr ist es passiert. Im April hat Google eher unerwartet angekündigt, dass die kostenlosen Listings zur Verfügung gestellt werden. Erstmal in den USA und dann bis zum Ende des Jahres weltweit. Für Deutschland sollte es dann für Europa im Oktober der Fall sein. Und als Hauptgrund für diese Entscheidung hat Google genannt, auch im Zuge der Pandemie, ja, den kleinen, den mittelgroßen Unternehmen zu helfen, ein bisschen präsenter in Suchergebnissen zu sein. Und ja, er klingt eigentlich ganz nobel. Dazu kommen wir auch noch am Ende des Vortrages. Aber auf jeden Fall hat natürlich große Wellen in der Presse aufgeschlagen und da haben sich ja, viele gefreut, eben diese Möglichkeit zu nutzen. Wie sehen diese kostenlosen Listings aus? Eigentlich sehr ähnlich wie die altbekannten Shopping-Anzeigen. Also es gibt immer ein Produktbild. In Shopping-Anzeigen haben wir auch noch Preis, wir haben Titel und auch natürlich Domain oder die Brand, die den Teil verkauft. Und die kostenlosen Listings sehen eigentlich sehr ähnlich aus. Je nachdem, in welchem Placement sie ausgespielt werden, gibt es dann mehr oder weniger Informationen. Und ja, der Hauptbereich, worüber auch viele Headlines generiert wurden, also in der Presse, ist natürlich der Shopping-Tab. Da hatten wir vorher eben nicht so viele kostenlose Listings oder kaum welche. Und jetzt schon einige. Also ganz oben sieht man weiterhin die bezahlten, also die Anzeigen. Und dann mitten und unten gibt eben diese kostenlose Listings, die vor allem dadurch zu unterscheiden sind von den Anzeigen, dass da Anzeigen oben nicht steht. Dann haben wir auch noch die Möglichkeit, in der Google-Suche zu erscheinen. Hier im Beispiel unten, das ist die erste Suchergebnisseite, die Listings erscheinen mitten. Auf der Seite, sie können auch unten erscheinen, sie können rechts erscheinen. Also hier sehen wir Standardeintrag, das heißt ja abgespeckte Version, in dem Fall nur Bild. Wir erkennen die kostenlosen Einträge durch diesen Shopping-Badge, diesen Tag auf dem Bild. Und wenn man natürlich drauf klickt, dann sieht man auch noch Titel und Preis. Und wenn man nochmal klickt, geht man auf die Produktseite.
Das ist nur einer der Beispiele. Also es gibt auch erweiterte Einträge, die können zum Beispiel als Rich-Suchergebnisse im Knowledge Panel erscheinen, dann mit mehr Informationen zu Produkteigenschaften, zu Materialgröße und so weiter. Und ein Beispiel ist auch noch Popular Products. Die können auch auf Suchergebnisseite erscheinen. In dem Fall sehen wir eben die Google Images. Aber wir jetzt darüber sprechen, Google Bilder ist das nächste Placement, wo die kostenlosen Listings erscheinen können. Wir haben hier einen separaten Tab für Google Bilder. Und je nachdem, wonach man sucht, sieht man sehr viele kostenlose Einträge. Das ist zum Beispiel in Modebranche, bei Möbeln der Fall. Wenn man aber nach Apfel sucht zum Beispiel, da sieht man eigentlich noch die Standard-Aussicht, wie es auch vorher war, also recht wenige kostenlose Einträge, keine Anzeigen. Eben bei Mode zum Beispiel sieht es ganz anders aus. Auch hier erkennen wir die kostenlosen Listings dadurch, dass da dieser Tag drauf ist. Wir sehen auch die Informationen zum Lagerbestand, ist ganz wichtig. Also das ist auch einer der empfohlenen Attributen, was man bei Produktdaten eingeben soll. Gehen später noch darauf, also in grün auf Lager oder in rot nicht auf Lager. In der Regel tauchen die Produkte, die nicht auf Lager sind, auch nicht auf, aber haben wir auch schon gesehen. Und schließlich unten, nicht schließlich, unten auch noch Google Maps. Also das ist zum Beispiel für Hotels relevant, aber auch weiterhin also für Retails, für Modebranche. Wenn ich zum Beispiel wie im Beispiel nach Esprit Bluse gesucht habe, dann habe ich gesehen bei einem der weniger Anbieter, dass die Produktkategorie auf Lager ist und somit kaufbar ist. Und schließlich an Placement, was wahrscheinlich weniger prominent im Vergleich zu anderen ist, ist Google Lens, wird eher auf Handy verwendet, geht aber auch mit dem Desktop, wird dafür genutzt, Produkt abzufotografieren und dadurch nach diesem Produkt oder nach ähnlichen Produkten zu suchen. Und auch hier erkennt man kostenlose Listings dadurch, dass da dieser Produkt-Badge auf dem Bild sowie auch Informationen zum Preis, zum Lagerbestand und zur Brand, was Produkt verkauft, zu sehen ist. Das sind also die vielfältigen Placements, 5 Stück, also eigentlich ganz interessant. Und relativ schnell hat auch Google nach der Ankündigung auch schon die ersten Zahlen mitgeteilt. Es wurde angekündigt, dass durch das Hinzufügen von kostenlosen Listings Google 70% mehr Klicks und 130% mehr Impressionen im Shopping-Tab gesehen hat. Klingt natürlich ganz spannend. Allerdings ist hier zu beachten, in Zitat wurde eben nicht genannt, ob es jetzt nur durch kostenlose Listings entstanden ist oder sowohl durch die Ads als auch kostenlose Listings. Ich gehe eben von zweiten aus, weil sonst wäre es natürlich da auch so genannt. Nichtsdestotrotz hat die Ankündigung Laune gemacht und wir sowie auch also wie in der Agentur, sowie auch bestimmt viele andere Werbetreibende haben natürlich dankend diese Möglichkeit angenommen, ein bisschen mehr Traffic zu generieren. Mit dem Unterschied, dass unsere Zahlen leider nicht so gut aussahen wie bei Google, tatsächlich bei unseren Kunden. Also wenn wir uns anschauen, die letzten 30 Tage liegt der Anteil an kostenlosen Traffic im Vergleich zum Paid-Traffic bei 2% bis 5%igen Bereich. Auch die Klickrate ist bei kostenlosen Listings niedriger als bei Paid. Also bei Paid ist es in der Regel so, also wenn ein Kunde irgendwie 1% hat bei Paid, dann bei kostenlosen Listings ist es eher 0,5. Also nur die Hälfte davon ist auch verständlich, denn die liegen ja immer unter den Anzeigen. Anzeigen werden immer oben angezeigt, die kostenlosen Listings immer irgendwo inzwischen, denn Google will natürlich auch weiter Geld machen. Genau, also war schon eine kleine Enttäuschung. Nichtsdestotrotz empfehle ich und auch im Gespräch mit anderen Kollegen höre ich häufig die Meinung, dass es trotzdem sich lohnt, diese kostenlose Listings zu nutzen und zu optimieren. Warum? Zum einen, wenn man sowieso natürlich die Anzeigen schaltet, gibt es wirklich gar keinen Aufwand, noch extra zu betreiben, außer ein Häkchen zu setzen. Und dann ist man auch, hat man auch diese Listings aktiviert. Dann, wenn natürlich die Möglichkeit ist, was Kostenloses dazu zu bekommen, warum nicht, auch wenn es nur 5% sind.
Zusätzlich natürlich haben wir den Fall, dass bestimmte Produkte für bezahlte Suche sich nicht eignen. Man hat zum Beispiel getestet, die haben einfach nicht so gut performt oder auch die Produkte sind zu günstig. Sie kosten zum Beispiel unter 10 Euro, verkaufen sich nicht in so großen Mengen. Und wenn ein Klick zwischen 30 Cent und 1 Euro kostet, dann lohnt es sich nicht bei der niedrigen Conversion-Rate eben, diese Produkte zu bewerben. Dann haben wir auch noch die teuren Produkte, die sich ebenfalls nicht so gut eignen für PPC, weil ja eben viel geklickt wird, aber nicht gekauft wird, weil eben zu teuer. Und natürlich gibt es auch Produkte, die einfach eine niedrige Marge haben. Auch die eignen sich ganz gut für kostenlose Listings, um eben ja sie trotzdem zu bewerben und vielleicht auch dadurch erstmal Leute auf Shop aufmerksam zu machen. Und dann haben wir noch den dritten Fall für die Händler, die Anzeigen noch nicht getestet haben, die aber daran interessiert sind. Natürlich, da bieten kostenlose Listings sich dafür an, das zu testen, zu monitoren, wie das gemacht werden kann, besprechen wir später. Und ja, dann im besten Fall Top-Performer, also basierend auf Conversion-Rate, basierend auf Klickrate festzustellen und die dann vielleicht mit bezahlter Suche noch weiter zu bewerben, um eben Traffic und Umsatz zu skalieren. Was sind die Voraussetzungen für die Ausspielung? Also zum einen natürlich müssen die Richtlinien beachtet werden. Im Link unten gibt es auch nochmal Hilfeseite dazu mit Informationen von Google. Es sind Richtlinien für Shopping-Anzeigen und für kostenlose Listings, die beachtet werden müssen. Beispielsweise sind alles machbare Sachen. Beispielsweise darf man bestimmte Inhalte nicht bewerben, Waffen sowieso und auch andere. Dann muss Qualität von Listings stimmen. Es müssen korrekte Angaben mitgeteilt werden. Preis ist ganz wichtig. Also wenn der nicht aktuell ist, dann kommt es zu Ablehnungen von Listings oder auch im schlimmsten Fall, wenn es häufiger passiert, zu Suspendierung vom ganzen Konto, will man auch nicht haben. Und genau, das sind so die wichtigeren Richtlinien. Dann müssen wir natürlich die Informationen, die in einem Listing erscheinen, auch in Google irgendwie weitergeben. Und das können wir auf zwei Arten und Weisen machen. Zum einen über ein Markup für strukturierte Daten auf der Webseite, da seid ihr die Experten, oder über einen Feed im Google Merchant Center. Damit habe ich viel gearbeitet, oder eben irgendwelchen anderen Drittanbieter-Tool. Tatsächlich empfiehlt Google lieber einen Feed zu verwenden, wenn möglich, denn dadurch kann man eben auch die erweiterten Listings im Shopping-Tag erhalten. Also nur mit Markup geht es zum Beispiel nicht. Und genau, im besten Fall hat man einfach beides und wenn es nicht geht, dann entweder oder. Wenn man sich für Feed entschieden hat, dann muss man unbedingt auch die fünf obligatorischen Attribute zur Verfügung stellen. Also ein Feed ist ja im Prinzip eine Tabelle, die mit den Daten ausgeführt wird. Wir haben pro Zeile ein Produkt. Links, also erste Spalte ist zum Beispiel ID, dann hat man Titel und so weiter und so weiter. Kann zum Beispiel mittels Google Sheet gemacht werden, kann mittels einer API von vom Shop direkt ins Merchant Center dann übergeben werden oder auch mittels eines Drittanbieter-Tools wie Product Hub oder Feed Dynamics. Genau, und mindestens fünf Spalten müssen da drin sein. Da sind zum Beispiel ID, kann man sich selbst auch ausdenken. Dann Titel, Link zum Produkt, Link zum Bild wahrscheinlich und Preis natürlich. Sind eigentlich auch die Informationen, die wir über Markup am besten kommunizieren sollten. Das sind ja Sachen, die eben in diesen Listings auftauchen. Und natürlich im Idealfall gibt man noch mehr Informationen, also nicht nur diese fünf Attribute, denn dadurch können Algorithmen zum einen besser unsere Listings aufsteuern, also für relevantere Suchen. Die Kunden natürlich, die potenziellen Kunden kriegen mehr Informationen und wir haben einfach qualifizierteren Traffic. Und generell, also Anzahl an Traffic ist dann höher, weil ja bei schlechter Qualität von Daten eben hat man niedrigere Wahrscheinlichkeit ausgespielt zu werden. Nun kommen wir zu Bereichen, was kann man eigentlich optimieren? Und hier hat man so sieben Hauptbereiche. Titel ist, würde ich sagen, der wichtigste davon, weil das ist natürlich, was ja, außer des Bildes der Nutzer als erstes sieht. Und ja, entweder ist es dann ansprechend oder nicht. Es gibt da unterschiedliche Ansätze, wie man es nicht so gut machen kann oder eben auch gut machen kann.
Und über die Jahre aus Erfahrungen mit den Anzeigen hat sich herauskristallisiert, die Best Practice anfangs Brand zu packen, gerade wenn Brand eine bekannte ist, wenn es eher ein junges Unternehmen ist, was noch nicht so bekannt ist, dann würde man wahrscheinlich auch darauf verzichten können und stattdessen mehr Informationen nach vorne packen. Wir sind ja hier leider durch Platz stark eingegrenzt. Also eigentlich hat man bis zu 150 Zeichen zur Verfügung. Allerdings Google selbst empfiehlt, sich nur auf 70 Zeichen zu beschränken, denn häufig wird danach dann der Text abgeschnitten. Und wenn wir hier ein paar Beispiele sehen, sehen wir eigentlich, dass es eher sich sogar um so 22 Zeichen handelt. Und dann je nach Placement wird eben der Text abgeschnitten. Das heißt, die wichtigsten Sachen müssen ganz vorne stehen, damit der Nutzer sie sich durchlesen kann und dann gegebenenfalls auch auf Listing klicken. Als nächstes nach Brand kommt Haupt-Keyword. Also hier ist auch wichtig, Produkt, also Suchvolumen zu ermitteln für die Keywörter, die für einen relevant sind. Also wir brauchen hier Keywords, die natürlich auch in allen anderen Texten und bei Anzeigen auch. Wir brauchen Keywörter, die am meisten Suchvolumen haben, aber dennoch für uns sehr relevant sind. Und danach kommen die Attribute, je nach, also Produkteigenschaften, je nach Kategorie, je nach Produkt ist es unterschiedlich. Für Schuhe zum Beispiel Größe relevant, es kann auch Material sein, es kann Anzahl von Glühbirnen, die man im Set verkauft sein oder irgendwie Wattanzahl, also das, was für mein Produkt relevant ist. Und hier sehen wir eben vier Beispiele, einige sind ein bisschen weniger optimiert sind, einige, die ein bisschen mehr optimiert sind. Wir haben links zum Beispiel einen ganz kurzen Text und hier vorne steht, also wenn es eine ID ist, dann würde ich empfehlen, sie nicht dazu packen. Wenn es eine Brand ist, dann okay, aber sonst könnte man ja den Platz noch besser nutzen, wenn man eben ein Hauptkeyword da rein tun würde oder noch weitere Produkteigenschaften und für den Nutzer, die zum Beispiel die Brand nicht kennen, einfach ein bisschen mehr Informationen anzubieten. Rechts bei der Pantoulette sehen wir schon ein besseres Beispiel. Da haben wir sowohl das Hauptkeyword, wir haben auch noch Informationen zum Material. Wir haben aber auch ein Adjektiv vorne. Und Adjektiv ist natürlich eine subjektive Empfindung und deswegen empfiehlt sich nicht, den Titel zu haben, aus dem Grund, dass wir eben diese begrenzte Anzahl an Zeichen haben. Stattdessen könnte man ja zum Beispiel eben Informationen zur Größe reintun oder auch irgendwelche andere USP, die mich von dem Wettbewerb abhebt. Im dritten Fall, hoffentlich sieht man das noch, sehen wir schon ein noch besseres Ergebnis. Wir haben die Informationen, wir haben die Keywörter, wir haben Brand, wir haben Angaben zum Geschlecht, Größe und Farbe. Allerdings sind Angaben zum Material und Farbe in Englisch. Ist natürlich nicht jetzt sehr schlecht, aber die deutschen Nutzer suchen natürlich eher auf Deutsch. Gerade Leather, also wird eher nach Leder gesucht, muss man natürlich zum Beispiel bei Keyword Planner nochmal sich anschauen, was ist eigentlich üblicher und dann im besten Fall eben die Titel auf Deutsch schreiben, weil das ist dann einfacher, sowohl für die Algorithmen als auch einfach besser offenbar. Und dann sehen wir rechts ein ganz gutes Beispiel, wie man das machen kann. Wir haben hier sowohl die Brand, die in der Community bekannt ist und deswegen ist eben auch ganz vorne. Wir haben den Hauptkeyword zum Glück ganz kurz, Informationen zum Material, zur Größe, zur Farbe und auch zum Geschlecht, wofür es ist. Alles ziemlich knapp und wird entsprechend nicht abgeschnitten. Kann man natürlich auch anders machen, aber entspricht so den Best Practices. Dann haben wir den zweiten Teil. Das ist die Beschreibung. Auch hier ist wichtig die Länge, es ist wichtig, die Keywörter hinzuzufügen. Und anders als beim Titel haben wir hier deutlich mehr Platz, eigentlich bis zu 5000 Zeichen. Aber natürlich nicht so viele Nutzer lesen sich das Ganze durch. Das heißt, es kann auch ruhig kürzer sein. Nichtsdestotrotz muss es ja möglichst leserfreundlich geschrieben werden. Und eben außer Haupt-Keyword brauchen wir hier noch weitere relevante Keywords, Synonyme, die auch Suchvolumen haben, sowie auch die Informationen, auch weitere Informationen zu den Produkteigenschaften. Also hier oben sehen wir ein Beispiel, was nicht so gelungen ist. Also hier vorne, anscheinend wurde es automatisch erstellt, ist einfach ein Auszug aus dem Titel. Low Größe 38 aus, danach kein Punkt. Irgendwie ist nicht klar, was das für ein Satz sein soll. Dann beginnt schon der nächste Satz.
ist nicht so ganz einfach und angenehm zu lesen. Und unten sehen wir ein anderes Beispiel, was optimiert ist und sowohl einfacher zu lesen ist, als auch trotzdem, also interessant geschrieben. Und da gibt es auch Informationen, die harten Fakten sozusagen, Gummisohle, Wildleder, Fließfutter, Thermolit-Isolierung und halten die Füße warm. Also es lese ich angenehm, es ist, scheint auf jeden Fall unique zu sein, ist ja auch die Empfehlung natürlich, die Beschreibungen und auch die Titel, auch wenn es Produktvarianten sind, natürlich da stehen dann eben andere Farben oder andere Materialien oder Größen, aber nach Möglichkeit eben unterschiedlich zu halten. Denn das sind natürlich zusätzliche Infos und positive Signale für Google. Nächster Punkt, Farbe. Hier kann man natürlich, also an der Farbe für Produkt kann man nicht so viel ändern, aber man kann auf jeden Fall die Formulierung beeinflussen. Und bei unseren Kunden haben wir häufiger gesehen, dass so ein bisschen unübliche, schön klingende Keywörter genommen werden, wonach allerdings nicht so viel gesucht wird. Und auch wenn es klingt teilweise appetitlich und schön, ist es empfehlenswert, eben zumindest in Produktdaten im Feed eben die einfacheren Keywords zu nehmen. Also statt Grapefruit Rot, statt Zimtbraun, statt englischen Keywörtern, deutsche Keywörter. Und bei so ein bisschen komplizierteren Geschichten einfach nochmal schauen. Hier am Beispiel sehen wir, eher grüner Schuh wird als Multicolor eingestuft. Das heißt, wenn jemand nach einem grünen Schuh sucht, ist einfach die Wahrscheinlichkeit da, dass das Produkt gar nicht angezeigt wird, auch wenn vielleicht andere Parameter da gut an der Suche passen. Und dementsprechend macht es Sinn, einfach sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und vielleicht eine einfachere und üblichere Ausdrucksweise zu nehmen. Generell natürlich, also Englische Wörter, habe ich auch vorher erwähnt, ist eigentlich an allen Stellen wichtig, eben zu ersetzen durch die deutschen Wörter. Das haben wir auch bei einem Kunden gesehen, bei einem Kunde, was international in unterschiedlichen Märkten tätig ist. Und als wir dann Produkttypen ins Englische übersetzt haben, dann konnte man da auf jeden Fall mehr Traffic verzeichnen. Aber beim Typ sind wir eigentlich noch nicht. Wir sind erstmal bei der Google-Produktkategorie. Das ist auch ein Bereich, was man gut und je nachdem natürlich, wie viele Produkte man hat, sonst eher schnell optimieren kann. Es gibt ja eine Liste, die von Google vordefiniert ist. Und wir müssen auf jeden Fall im Feed eben eine Kategorie für unsere Produkte auswählen. Manchmal passiert es so, dass nur die höchste Kategorie genommen wird. Vielleicht denken einige, dass man dadurch mehr abdecken kann, ist aber nicht empfehlenswert. Best Practice ist es, die tiefste Ebene zu nehmen. Zum Beispiel hier bei Baby, Kleinkind sehen wir, es gibt spezielle Produktkategorien, Nasensauger, Babybadewannen und so weiter. Es gibt diese Listen auch bei Google-Hilfeseiten als CSV, als Textdatei, werden ab und zu auch abgedatet und da suchen einfach nach dem Keyword und wählt für sich die passendste Kategorie aus, denn auch das hilft natürlich den Algorithmen, meine Produkte besser einzustufen und bei spezifischeren Anfragen dann eher auszuspielen. Nächster Punkt, der erwähnte Produkttyp. Wird manchmal von Kunden verwechselt mit der Google-Produktkategorie, ist aber nicht ganz das Gleiche. Ja, wir haben hier auch eine Kategorisierung und auch hier muss man von breit zu spezifisch gehen und mehrere Ebenen angeben. Allerdings, Produkttyp im Vergleich zur Google-Produktkategorie ist von uns selbst definiert. Also wir können das beliebig definieren und es macht nicht so viel Sinn, einfach Google-Produktkategorie zu kopieren, wie es manchmal gemacht wird. Denn das ist eigentlich unsere Möglichkeit, noch weitere relevante Keywords an Google zu vermitteln. Etwas, was zum Beispiel im Titel nicht reingepasst hat, etwas, was sich nicht in Google-Kategorie wiederfindet. Und ein Beispiel eben Autopflege, Motoröle, synthetische Motoröle. Und da kann man noch weitergehen, vielleicht eine konkrete Produktlinie nennen. Und als Rule of Thumb hat sich etabliert so 3 bis 5 Ebenen, also 4, 5 Ebenen am besten. Natürlich auch am besten auch die Keywörter, die auch Suchvolumen haben, denn sonst bringen natürlich sie auch den Algorithmen nicht so viel. Kann man auch verwenden später, um die Produkte zu filtern und die Produkte in Kampagnen bei Anzeigen einzuordnen und hat auf jeden Fall auch Nutzen.
Sechster Punkt, Bilder. Auch hier können wir natürlich als SEO oder SEO Manager nicht so viel machen. Nichtsdestotrotz gibt es hier eigentlich so zwei Perspektiven, was man machen kann. Zum einen Quantität, also wenn noch zusätzliche Bilder vorhanden sind, ist es empfehlenswert, diese auch im Feed mit aufzunehmen. Das geht über das Attribut zusätzlicher Bildlink, über Komma getrennt. Und warum ist das sinnvoll? Weil man kann die Produkte natürlich aus anderen Winkeln zeigen. Man kann sie im Lifestyle einblenden, um vielleicht den Kaufreiz zu steigern. Man kann Teil des Produktes anzeigen, gerade bei komplizierteren Geschichten und ja, so ein bisschen mehr Interesse anregen. Also bietet sich auch sehr gut an, natürlich bei solchen Interieurgeschichten, bei Lampen, also die sich ganz schön da positionieren lassen. Und das war das eine. Und das andere ist natürlich die Qualität der Bilder. Darauf legt Google auch viel Wert. Also zum einen müssen sie scharf sein. Es sollte am besten, also es sollte da kein Text sein, keine Logos, keine Promotexte. Kann sein, dass sie erstmal durchgehen und nicht sofort abgelehnt werden, dass sie erstmal dann ein bisschen live sind, aber die Algorithmen gehen sie trotzdem regelmäßig durch und irgendwann wird es eh abgelehnt. Daher macht es nicht so viel Sinn, sie in der ersten Stelle da hochzuladen und auch da, so wie auch bei Preis, bei regelmäßigen Verstößen kann man dann auch irgendwie suspendiert werden und es dauert, bis das wieder aufgelöst wird. Was sonst natürlich gemacht werden kann, gerade bei Produkten, die man vom Hersteller bekommt und da nicht so viel anpassen kann. Vielleicht kann man die Bilder spiegeln oder ein bisschen anders darstellen, einfach sich dadurch vom Wettbewerb ja, da herausstechen. Bei Sonnenbrillen zum Beispiel, die alle kommen von einem Hersteller, alle sehen gleich aus, aber gespiegelt sieht es dann schon mal ein bisschen anders aus und ja, fällt dann eher auf. Natürlich ist nicht zu vergessen, noch ein wichtiger Punkt, Preis generell ist bei Shopping ein wichtiges Thema, können wir meistens auch nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Und hier ist auch zu erwähnen, gerade bei Shopping-Anzeigen, die günstigeren Produkte werden tendenziell meistens an der ersten Stelle angezeigt. Bei kostenlosen Listings scheint es auch so eher der Fall zu sein. Aber gerade wenn wir wissen, dass auf der Webseite irgendwelche Promotion live ist, dass wir Rabatte haben, die irgendwie limitiert sind, wenn wir plötzlich kostenlose Lieferungen haben, lohnt es sich dann total, das eben auch an Google zu vermitteln und nicht zu warten, bis Google das vielleicht selbst irgendwie crawlt. Also zum einen kann man das machen, indem man im Feed ein Attribut Sonderangebotspreis hinzufügt, bitte auch mit dem Zeitraum für Sonderangebot. Oder auch man legt einen zusätzlichen Feed an. Wie gesagt, das kann einfach ein Google Sheet sein und da ja, packt man einfach die IDs von Produkten zum Beispiel, die debattiert sind, nur eine Spalte dazu, der neue Preis, vielleicht noch weitere Attribute, wenn man das hinzufügen möchte, lädt hoch und ja, nach dem Aktualisieren ist das schon dann live. Also im Angebotsfeed haben wir eben ein bisschen mehr Spielraum als einfach im Hauptfeed mit diesem Attribut Sonderangebotspreis zum Beispiel. Wir können zum Beispiel mitteilen, ob Percent Off ist oder Coupon Value, also einfach ein bisschen mehr kommunizieren, was denn genau, oder eben Free Shipping, was wir so zurzeit anbieten. Und hier unten gibt es auch zwei Beispiele. Zum einen links ja, Sale, also Sonderangebotspreis, und rechts haben wir eben diese andere Kategorie, 6 Euro off, also wird immer automatisch von Google dann angepasst, je nachdem, was für Sprache im Browser eingestellt ist. Und ja, bei mir war es eben Englisch. Das sind die 7 Bereiche, die ja, sich optimieren lassen und ja, einfach die größten Hebel sind, was man so machen kann. Und natürlich hat man da jetzt Zeit investiert, möchte die Ergebnisse sehen. Und wie kann man dann die Ergebnisse monitoren? Das geht auf zwei Arten und Weisen. Zum einen, es gibt automatische Statistiken im Merchant Center. Wenn man Merchant Center verwendet, Merchant Center ist auch kostenlos anzulegen. Da sieht man dann eine Grafik, wo man sieht, Anzahl von Klicks, wie sich also im Zeitraum entwickeln.
ist nicht so spannend, ist auch nicht so tief. Wer sich ein bisschen mehr mit Zahlen auseinandersetzen möchte, also konkret Conversion-Raten sich anschauen, Bounce-Raten, was machen die Leute danach, vielleicht erfüllen sie noch irgendwelche andere Zielvorhaben, was gibt es da für Events, dann natürlich empfiehlt sich dann der Einsatz von einem Analytics-Tool, wie zum Beispiel Google Analytics. Und dann kann man Traffic eben dadurch unterscheiden, wenn man die Produktlinks mit unterschiedlichen Parametern vertagt. Es gibt ja Parameter wie Source, Google und Medium. Bei Organic Traffic ist eben Organic. Man kann aber zum Beispiel mittels Feed-Rules, Feed-Regeln, das sind automatische Regeln, so anlegen, dass ja eben die gleichen Parameter jedem Link in meiner Liste hinzugefügt werden, ja, mit zum Beispiel Source Medium, und dann wird es ja relativ schnell. Dann gibt es noch einen Punkt, in Google Analytics muss ein Häkchen gesetzt werden, dass die UTM-Parameter überschrieben werden können, manuell überschrieben werden können, das ist ja das, was wir damit machen, und dann wird man eben diese Statistiken auch in Analytics ablesen können, wird man zwei Zeilen haben, bei Google Organic, Google Kostenlos oder wie auch immer ich das definiert habe. Konkrete Schritte gibt es dann im Artikel, was ich unten verlinkt habe, zu lesen. Ist gar nicht so schwer anzulegen, geht ganz schnell und liefert natürlich so einige Insights zur Optimierung und ja, was ich sonst eben mit meinen Listings machen kann. So viel zur Auswertung, und nun sind wir eigentlich schon zum Ende des Vortrages gekommen. Wie versprochen, möchte ich gerne auch noch ein paar Insights und ein bisschen Kontext erwähnen. Also was wir sehen, nicht nur in Bezug auf E-Commerce, sondern auch in Bezug auf andere Produkte, dass Google in der letzten Zeit oder Jahren einfach immer mehr kostenlose Listings eröffnet, zum Beispiel Google Flüge, dann Hotel. Listings, also vorher gab es ja Hotel Ads, gibt es auch weiterhin. Generell alle Anzeigen gibt es ja auch weiterhin, aber nichtsdestotrotz jetzt auch Product Listings seit letztem Jahr. Es werden immer mehr Listings kostenlos zur Verfügung gestellt. Interessanter Trend, was wir auch gespannt beobachten. Und ja, man kann vielleicht auch erwarten, dass da auch noch mehr kommt. Und deswegen ja, spricht es natürlich dafür, sich damit zu beschäftigen und das auch zu nutzen. Warum ist es? Google kommuniziert das natürlich nicht so direkt. Also wir haben ja ganz am Anfang gesehen, dass in Pressemitteilung stand, okay, man will die kleinen, die mittleren Unternehmen unterstützen, ist natürlich auch teilweise so, aber andererseits, wenn man schaut auf, ja, auf Google als Unternehmen selbst, auf ihre mögliche Strategie, kann es natürlich als Reaktion auf Amazon, auf deren Expansion, auf die Entwicklungen bei Pinterest und Instagram gesehen werden, denn da wird ja auch immer mehr kommerzialisiert und angeboten, dass man mit Katalogen arbeitet und darüber auch E-Commerce-Traffic lenkt. Und natürlich, Google möchte auch wahrscheinlich gerne mehr von Marktanteil zurückgewinnen. Mittlerweile fangen ja 50 oder mehr Prozent von Produktsuchen bei Amazon. Und ja, so könnte man eben diese Tendenz interpretieren. Unabhängig davon können wir davon profitieren und einfach was Gutes daraus machen. Wichtig ist bei Produktdaten, bei Feeds, sie eben aktuell zu halten. Wie gesagt, zum einen kann man ja einfach ja, dann abgelehnte Listings bekommen, hat nichts davon. Und zum anderen natürlich auch die Kunden nicht ärgern, die vielleicht eine falsche Information sehen, auf die Webseite kommen und dann wieder abspringen. Das bringt dann auch nichts, liefert schlechte Signale an die Algorithmen. Wie kann man das machen? Wenn man das zum Beispiel über Merchant Center macht, gibt es ja die Möglichkeit, den Feed so einzustellen, dass er automatisch aktualisiert wird, zum Beispiel täglich um die gleiche Uhrzeit. Das geht, wie gesagt, über API oder über einen Link oder über Google Sheet, was man manuell ausfüllt. Also einmal manuell ausfüllt und dann, wenn etwas angepasst werden muss, dann da anpassen muss. Es gibt auch Produkt, also Drittanbieter-Tools, die bereits erwähnten wie Dynamics, Products Up und so weiter. Genau, wichtig ist eben, dass die Daten korrekt sind, denn das steigert auch auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, in den Listings aufzutauchen. Jetzt gerade schon kurz Automatisierung erwähnt, ist natürlich wichtig, nicht nur bei der Erstellung von Produktdaten, sondern auch bei deren Optimierung einzusetzen. Gerade wenn man hat Tausende von Produkten, da kann man einfach nicht mehr so ja, gute Beschreibungen wahrscheinlich schreiben, so ausgeklügelte Titel. Und da helfen eben ganz gut die Automatisierungen mittels Vorlagen. Man kann es ja auch
relativ einfach in seinem Google Sheet oder in einem Excel-Datei oder auch woanders kann man mit Formeln arbeiten. Man kann ja sich die Daten ziehen aus Produktdaten, die bereits zur Verfügung stehen, zum Beispiel Farbe und Geschlecht, also aus dem System ziehen und die dann mittels Verkettenformeln zusammenbringen und dann reduzieren und dann die Farben, die zum Beispiel ein bisschen komisch klingen, eben einfach alle massenhaft austauschen. Und ja, mittels diesen Vorlagen kann man auch eben auch als kleineres Team einfach diese Optimierungsarbeiten schneller erledigen und dann ist es einfach nicht so viel Aufwand. Dann kann man es einfach ein bisschen besser und einfacher machen. Abgesehen davon gibt es noch weitere positive Signale, die Google sowohl direkt als auch indirekt erwähnt. Also die ersten zwei sind auf jeden Fall auch in den Hilfeseiten häufig zu sehen. Zum einen, wie bereits erwähnt, empfiehlt Google die Verknüpfung mit einer Drittanbieterplattform, wie zum Beispiel Google Merchant Center, denn dadurch zum Beispiel man die Möglichkeit hat, in erweiterten Listings im Shopping-App auf angezeigt zu werden. Und dann hat einfach Google es einfacher und eben diese Daten täglich sich abzulesen und wenn es irgendwie sonst mit dem Crawlen vielleicht nicht so schnell funktioniert, da hat man einfach mehr Kontrolle, ganz schnell diese Rabatte zu kommunizieren oder auch Änderungen in Produktdaten vorzunehmen und dann sie direkt eben durch Aktualisierung zu pushen. Ein weiterer Faktor ist die Teilnahme an Google-Kundenrezensionen. Also auch da natürlich gute Rezensionen sagen den Algorithmen, okay, mehr Leute werden tendenziell darauf klicken und dann erhöht sich dadurch die Chance, in kostenlosen Listings ausgespielt zu werden. Und schließlich Seitenladezeit ist in aller Munde, sowohl bei Anzeigen ist es ja ein wichtiges Landing Page Experience ist ein wichtiger Faktor, aber auch im SEO, ja, da seit Core Vitals Ausrollung, also Google erwähnt auch immer gerne diese Studie, die sie vor ein paar Jahren gemacht haben mit Deloitte, dass wenn man Seitenladezeit um 0,1 Sekunde schneller macht, dass es durchschnittlich im E-Commerce um 8% Conversion-Rate verbessert. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so sein wird, wahrscheinlich eher nicht, aber auf jeden Fall natürlich schnellere Ladezeiten durch Komprimierung von Bilderformaten, durch Entfernung von unnötigem Text oder JavaScript hilft den Kunden einfach schneller, sich zurechtzufinden. Wie gesagt, gutes Landing Page Experience und das ist auch ein Faktor, was da auch bei kostenlosen Listings natürlich indirekt mitspielt. Deswegen insgesamt würde ich bewerten, ist auf jeden Fall eine Chance für Händler, die man gerne nutzen sollte. Und ja, wenn man gerade auch ein paar Best Practices implementieren kann und die Möglichkeiten hat, die Listings also nicht nur zu aktivieren, sondern auch zu optimieren, dann hat man auf jeden Fall ja, mehr vom kostenlosen Traffic und kann man natürlich da ein bisschen mehr Insights ziehen und darauf weiterhin die Produkte optimieren, dann weiter auch mit Anzeigen skalieren und ja, einfach bessere Ergebnisse erzielen. Vielen Dank für eure Zeit. Damit bin ich durch mit meinem Vortrag. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht auch teilen könntet, ob ihr die kostenlosen Listings nutzt. Was sind eure Erfahrungen, wenn ja und wenn nicht, warum nicht? Vielleicht gibt es bestimmte Gründe dafür. Und ja, sonst natürlich stehe ich gerne auch für Fragen zur Verfügung. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich konntet ihr ein bisschen was mitnehmen. Oh, ich höre Applaus. Vielen Dank. Willst du noch Fragen? Ich bin auf jeden Fall noch da, ja. Kann man mich hören, sehen? Ja. Sehr gut. Hörst du uns gut? Ja. Ich glaube, ich muss es weitergeben. Oder komm einfach. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Ja, ich versuche es einfach. Du hast gesagt, dass der Preis ein relevanter Faktor ist. Und jetzt ist es häufig so, dass Hersteller ja die Produkte auf der eigenen Seite deutlich teurer verkaufen als im Handel, aber die beste Möglichkeit haben, eigentlich die Inhalte bestmöglich auszuzeichnen. Oder ich habe einen Shop, in dem ich
grundsätzlich teurer bin als andere. Jetzt kann ich viel Energie investieren, diese Daten zu pflegen, damit Google die in den Shopping Graph übernehmen kann. Aber andere profitieren davon, weil Google diese Produkte besser anzeigen kann und so weiter, aber ich nicht gelistet bin mit dem Preis. Hast du da irgendeine Idee, wie man damit umgehen kann? Weil nicht immer ist es eine Möglichkeit, ordentlich Rabatt rauszuhauen. Ja, stimmt. Es gibt ja mittlerweile auch noch die Möglichkeit, im Shopping mit den Partnern teilzunehmen. Also teils Händler, teils auch der Partner. Und da auf jeden Fall gemeinsam die Bemühungen, auch die Kosten zu teilen. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, glaube ich, wovon dann beide Parteien profitieren können. Sonst beim Thema Preis, ja, da stimme ich dazu. Natürlich ist es, ja, ein bisschen unfair, aber andererseits, ich würde sagen, wenn sowohl irgendwie der Preis höher ist und auch noch die anderen Attribute nicht optimiert sind, dann hast du natürlich noch weniger Chance, da irgendwo aufzutauchen und dann auch die Händler, die deine Produkte verkaufen, ja, werden natürlich auch schlechtere Zahlen liefern. Also ja, also ich sehe trotzdem einen Vorteil darin, die Optimierung vorzunehmen. Auch wenn natürlich es nicht so eine günstige Situation ist, wie bei Unternehmen, die eigene Produkte selbst verkaufen. Danke. Also als Hersteller ja, als teurerer Shop möglicherweise nicht so viel Energie reinsteckt. Ja, wie gesagt, also die Optimierungen helfen ja dann trotzdem, dann dir aufzutauchen in diesen Listings. Und wenn du möchtest, da aufzutauchen, dann solltest du schon optimieren. Gerade wenn am Preis nicht so viel zu ändern ist, dann sind eben diese anderen Themen, die dir helfen können, trotzdem eher nach oben zu kommen. Und gerade auch bei Sonderaktionen, da auf jeden Fall immer gerne das von Google kommunizieren, durch diese Merchant Promotions. Ja, da hast du auf jeden Fall dann wieder eine Chance, mehr nach vorne zu kommen. Preis ist nicht das Ausschlaggebendste. Es wird nicht immer so sein, dass das Günstigste vorne steht, aber das tendenziell sind dann schon eher die Listings mehr oben. Danke. Gerne, genau, weil die Google natürlich will, dass die Leute eher klicken und die Leute klicken dann eher auf die Produkte, die eben günstiger sind. Jetzt gibt es gleich noch eine Frage. Hi, ich habe die Frage einfach, wenn ich einen Shopping-Feed habe und den auch für Ads nutze beispielsweise und du meinst ja Stichwort UTM-Parameter, das wäre natürlich interessant dann zu wissen, wie viel da Organic rausgeht eigentlich aus dem Feed. Wie vertextest du das dann, dass du das trennen kannst zwischen den Ads, die quasi geschaltet werden, und den organischen Ergebnissen? Also bei meinen Anzeigen, im besten Fall empfehle ich, UTM-Parameter sowieso automatisch, also Auto-Tagging, zu aktivieren. Das kann man auf Kontoebene tun. Und eben für die organischen Listings, das kann man über Feed-Regel machen. Also ja, da gehst du in Merchant Center in Feed-Regel rein und stell so ein, dass zu allen, also es sind ja dann, also bei Anzeigen, es ist zwar der gleiche Feed, aber bei Anzeigen, da werden ja diese UTM-Parameter automatisch hinzugefügt. Und bei kostenlosen Listings, da kannst du eben über Feed andere UTM-Parameter hinzufügen. Und wenn diese dann automatisch angehängt werden und dann bei Google Analytics eingestellt ist, dass diese überschrieben werden können, dann eben ja, kannst du später bei Google Analytics auch ganz gut separat sehen, was kommt über Anzeigen, was kommt über organischen Traffic. Ich kann auch gerne hier in Chat posten, auch diese genaue Anleitung, die ich auch in der Präsentation hatte, ist relativ einfach einzusetzen. Okay. Danke. Gerne. So, parallel öffne ich diesen Link. Genau, es gibt auch noch andere Arten und Weisen, das zu tun. Man kann auch zum Beispiel mit Attributen arbeiten, wie Ads Redirect ist auch eine Möglichkeit. Es gibt auch eine Google-Hilfeseite, wo auch drin steht, wie man diese organischen Listings tracken kann. Die schlagen vor, dass eben diesen Ads Redirect Attribut zu machen. Kann man machen, finde ich ein bisschen aufwendiger als eben mit diesen Feed-Regeln. So, hier habe ich diesen Link. Veronika, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr aus dem Publikum. Den Link können wir weiterleiten. Vielen Dank. Sehr gerne.
ja, auch vielen Dank für die Reaktionen im Chat. Es freut mich sehr, dass es zumindest einigen gefallen hat. Das freut mich sehr. Genau, wenn da weitere Fragen sind, dann könnt ihr mich gerne auch über LinkedIn erreichen. Da natürlich beantworte ich gerne, wenn da noch was im Nachhinein unklar geblieben ist.